Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich als Ballerina-Liebhaber zu unserem Imagefilm. Mein Name ist Wolfgang Splinter. Ich bin der Präsident des St. Bernhards Clubs. Wir sind der zweitälteste Ballerina-Club der ganzen Welt. Mein Name ist Andreas Fütterer. Ich bin Richterobmann im St. Bernhards Club. Zu meinen Aufgaben zählen alle Fragen zum Standard und zum Richten sowie die Ausbildung von neuen jungen Richtern und die Weiterbildung im Kollegium. Mein Name ist Johannes Mayer. Ich bin Zuchtobmann im St. Bernhards Club, zuständig für alle Fragen zur Zucht sowie für meine Zuchtwarte und Züchter. Ich bin Vorsitzender des Zuchtausschusses und zuständig für alle Chörveranstaltungen. Ich vertrete den Verein nach außen, zu den anderen Vereinen, zum VDH, zur Weltunion und bin auch zuständig für unsere 12 Landesgruppen mit ihren Landesgruppenleitern, mit denen ich permanent in Kontakt stehe, damit alles in der Landesgruppe seinen Weg geht. Als Richtlinie dient für uns der FCI-Rassestandard. Im Gegensatz zu unorganisierten Züchtern haben wir eine Zuchtordnung, die gewisse Vorschriften und Regeln hält. Das Wichtigste ist ganz klar bei uns in der Zucht die Gesundheit. Diese letzten Jahre haben wir da auch ganz viel Wert drauf gelegt, hauptsächlich was Gesundheit, Vitalität und Funktionalität betrifft. Die Hunde sind in den letzten Jahren deutlich leichter geworden. Bei Rüden kann man sagen 65 bis 75 Kilo etwa und bei Hündin 45 bis 55 Kilo. Der Bernhardiner ist absolut ein Familienhund, der extrem kinderlieb ist und auch auf seine Kinder und seine Familien aufpasst und beschützt. Der Bernhardiner hat einen Wachtrieb, der einfach natürlich da ist, der nicht gefördert werden sollte. Ein Bernhardiner braucht schon einen gewissen Raum und Platz. Wie jede Hunderasse sollte der Hund gebürstet und gepflegt werden. Aufgrund seines schweren Behanges sollte man viel Augenmerk auf die Ohrenpflege legen. Die Ohren sollten regelmäßig gereinigt werden. Er ist deutlich sportlicher geworden. Die Zeiten, wo der Bernhardiner nur gelangweilt in der Ecke gelegen ist, ist definitiv vorbei. Er ist ein absoluter sportlicher Hund, der als Begleiter für Familien zum Wandern zum Beispiel oder auch als Zughund teilweise eingesetzt, top geeignet ist. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es zwei Varietäten gibt. Der Ursprungs-Bernhardiner ist der Kurzhaar und dann kam später noch der Langhaar-Bernhardiner dazu. Die Zukunft hat im Prinzip vor 20 Jahren schon begonnen. Da wir da schon begonnen haben, neue Weichen zu stellen und den Hund schlanker und agiler versucht haben zu züchten. Und hier haben wir einen großen Schritt in den letzten Jahren vollbracht. Weiterhin möchten wir für die Zukunft den Verein so ausgerichtet haben, dass absolut der Bernhardiner im Mittelpunkt steht. Und da ganz klar die Gesundheit und das Wohl des Hundes.